In diesem Video geht es um ein Bild, das mit dem Krieg eigentlich gar nichts zu tun hat und trotzdem eine wahnsinnshohe Aussagekraft eben genau über den Krieg hat. Es geht um dieses Bild hier. Eigentlich, das war eigentlich nur eine Momentaufnahme. Und da ist auch nicht viel Bildbearbeitung daran gemacht. Und es ist so, für mich hat das eine wahnsinnsgrundlegende Aussage. Dieses Bild habe ich jetzt aber auch hier genommen, um Papiere durchzutesten. Also hier finden Sie Hahnenbülle, Schöller, Teco und was weiß ich was noch. Also wirklich die große Bandbreite. Auf das hier will ich jetzt in einem zweiten Video der Weißen-Serie dann eingehen. In diesem Video geht es einfach mal wieder, ja, jedes gute Bild hat eine Geschichte, über die Hintergründe zu diesem Bild. Wir hatten damals eine Ferienwohnung in Trogir und unser Vermieter bot sich an, ja, als Führer einen Tagesausflug an die Krückau-Wasserfälle zu machen. Nun, wir fuhren da eben da die Küstenstraße entlang zu den Krückau-Wasserfällen, war fotografisch auch ja, sehr ergiebig. Und am Rückweg sagt er, ja, machen wir mal einen Weg hintenrum, fahren nicht wieder zurück der Küste entlang. Und dann führte uns der wirklich querfeldein. Und das war ziemlich skurril, weil das waren noch viele Felder, da standen überall noch Schilder dran, also vermintes Gebiet, Obacht und so weiter. Und das war ja 15 Jahre nach dem Krieg. Und der führte uns wirklich querfeldein. Also, und dann irgendwann landeten wir ein wirklich ganz kleinen Dorf und da gab es ein riesiges Odoklesi und dann ging es los. Und verstanden haben wir kein Wort. Nach und nach kam er raus. Es war eben ein ja, kleines Dorf, das im Krieg zerschossen wurde. Und in diesem Dorf lebten nur noch zwei alte Frauen. Und eine dieser Frauen war eben die Mutter von unserem Führer. Der ist in diesem Dorf groß geworden. Für uns als, ja, eigentlich Touristen, ja, war das eigentlich vollkommen ungewohnt. Aber wir hatten überhaupt nichts dabei, um diesen zwei alten Frauen etwas zu geben. Also das Einzige, was meine Frau noch hatte, war eine Orange, die sie der einen Frau gegeben hat. Und die wandte sich dann ab und ging die Straße entlang. Und da habe ich dann einfach schnell fotografiert. Also dieses Bild ist sogar ein Ausschnitt. Das, was mich an diesem Bild fasziniert, da sind zwei Frauen in einem Dorf und das ist wirklich zerbombt. Also die alle anderen sind weg und die wussten wirklich nicht, dass wir kommen. Und trotzdem ist diese Frau so akkurat gekleidet, ja, wie wenn sie Sonntag in die Kirche gehen würde. Das sind einfach manchmal so Momente, wo man sieht, hey, du kannst mit einem Krieg kannst du Häuser zerbomben und Zukunftsperspektiven zerstören. Aber wenn jemand innere Wertvorstellung hat und eine innere Ordnung, die kannst du eben nicht zerstören mit Bomben. Das sind einfach ganz andere Ebenen. Und das ist das, was mich an diesem Bild so fasziniert. Einfachheit und Armut ist oftmals begleitet von Unsauberkeit und Unordnung. Aber hier genau das Gegenteil. Dieses Bild ist kein Protestbild gegen den Krieg, sondern es zeigt, die Würde des Menschen kann mit Bomben nicht zerstört werden. Ich habe natürlich wieder eine Fine Art Chiclet Edition daraus gemacht, die Sie dann wieder im Webshop bestellen können.